Wollen wir mal sehen. Wir haben jetzt, wie gesagt, wirklich. Ich habe jetzt einfach Seraphine genommen, weil ich diese Wombo-Kombo haben wollte. Ich war da Mumu Malphite ballern. Zack. Ich glaube, ich gehe hier sogar. Ich will hier Ludens Echo, denke ich mal. Dann gehe ich vielleicht Träne. Dann gehe ich Rabadons. Ich denke, das machen wir, ja. Ludens Echo, Träne, Rabadons wird, glaube ich, unsere Build-Order sein. Infinity Orb wäre auch ganz cool. Ich muss hier mal Musik ausmachen von der guten. Frech. Hehe. Habe ich nicht als Noten, die ich schießen kann? Nee, ne? Hehe. Unsere Botlane wird ganz schön gezoned gerade, sehe ich. Ja, die spielt Elektro. Die spielt Elektro, Orianna. Oh, ein Rühleis muss ich eigentlich auch bauen, ne? So viele Items, die ich bauen muss hier. So viele Items. Okay, die wird sie jetzt ihre Frucht holen. Nehme ich meine auch mal schnell. Jax hat Ignite raus. Nein, der ist daneben. Okay, ich werde jetzt hier mal kurz Druck machen. Dann kann ich nämlich dem Mamumu helfen gehen. Die Wave warten. Habe ich den Creep gerade nicht bekommen? Ich habe irgendwie. Womit spielt die? Mit Barriere, okay. Na, Mumu braucht keine Hilfe, alles klar. Gehe ich mal Base. Also beide Sidelands sind gerade am Verlieren, ne? Das heißt. Obwohl, top. Oh, das ist knapp. Oh, der Minion. Der Minion. Oh Gott. Was? Meine Augen, Leute. Na gut, das war ein Trade, ne? Aber. Ich werde jetzt mal runter roamen. Oh mein Gott. Vielleicht roam ich doch nicht runter. Muss ich hier flashen tatsächlich? Ja, gut. Muss ich leider. Vor allem war da mit Nunu im Busch, Leute. Oh, ich habe so viel Farm dadurch verloren. Ich wollte gerade runter roamen, aber der Nunu, der im Busch drin war, der hat gesagt, nee, nee, nee. Du darfst nicht. Okay, wir haben zwei Losing Sidelines. Ich hoffe nicht, dass der Mumu jetzt geflamed wird dafür. Okay. Die hat auf jeden Fall ihren Flash raus. Und ihre Ultimate hat sie auch raus. Man kennt sie ja, an jedem Busch. Klassiker. Der arme Mumu. Überall verlieren die Leute auf der Map. Okay, ich habe genug für meinen Ludens. Wir haben halt, aber das Ding ist auch, wir haben auch nicht so gute Lanes, ne? Wir brauchen halt die Wombo kommen. Was macht der Mumu? Don't. Nein, der Mumu, du bist alleine. Warum hat er das getan? Ich meine, sehr gut, Team. Habt ihr gut gespielt. Ich muss Mitte noch einmal reinpushen. Der Jax kommt, oder? Nice, die müssen abbrechen. Sehr gut. Sehr gut. Leider ist unsere Riven wieder dead. Leider ist unser
Supporter dead. Leider ist unser ADC dead. Leider sind alle dead. Leider sind alle dead. Unser ganzes Team stirbt. Leider sind alle tot. Okay, der Gegner kriegt alle Objectives. Okay, jetzt Real Ultimate. Können wir nicht fighten, Leute. Können wir nicht fighten. Da ist sogar noch ein Teleport. Da ist auf keinen Fall fightable. Wir müssen einfach warten. Wir müssen Teamfights. 5 gegen 5 müssen wir spielen. Wenn wir es hinbekommen, natürlich. Also auf die 5 gegen 5 gehen. Und dann wird das. Ja, wir, also wie gesagt, das sieht böse aus, ne? Wir sind überall behind. Auf jeder Lane. Top Lane wird die Riven einfach voll gedived, ohne Minions. Okay, ich werde nochmal basen gehen. Wir gehen auf Scaling. Wir müssen wirklich hartes Late-Game-Scaling irgendwie. Ah, das ist das Problem. Der Jax 4-1, ne? Der wird auch einen First Tower bekommen. Der hat dann 10.000 Gold oder so, der Dude. Ah, das sieht gut aus. Ultimate. Genau so muss man spielen, Leute. Sehr gut. Bin auch gleich da. Ah, die Riven ist leider wieder tot. Ja, die hat noch Barrier. Okay, Flash raus. Das Problem ist, dass die Riven runterrennt gerade, ne? Die stirbt. Die stirbt halt durchgehend gerade. Also wenn sie einfach chillen würde und farmen, wäre besser, ne? Oh. Kommt der nur nochmal? Okay, ich werde hier mal kurz basen gehen. Das Ding ist, kann ich jetzt noch Mitte gehen oder muss ich Botlane wirklich? Ich muss Botlane gehen. Ich muss Botlane helfen, weil ich glaube, es ist zu spät, oder? Ja. Leider zu spät. Ja, aber die Teamfights gewinnen wir trotzdem, glaube ich, noch. Außer der Jax one-shottet einfach jeden und stirbt nicht. Okay, Riven ist wieder dead. Ja, die hört leider nicht auf zu fighten, ne? Die hört leider nicht auf zu fighten. Die will immer weiter rein. Das hatten wir gestern auch schon. Hol die mit raus. Okay, wir haben sehr viel geopfert jetzt für einen Kill auf der... Oh mein Gott, der Jax. Der ist so feedet. Der ist so fett. Oh, die Riven ist gerage-quittet, Leute. Ah, ne, ist wieder da. Ich dachte gerade, sie ist gerage-quittet. Ja, der Botlane-Turm. Oh, oh, Malphite. Das sieht nicht gut aus. Der muss ulten wahrscheinlich. Flash hat er, ist trotzdem dead. Okay, wir werden jetzt einen Drake, glaube ich, verlieren. Ja, so Riven-Spieler sind normal. Das ist ganz normal. Die rennen halt auch immer weiter rein. Ne? Die hören halt nicht auf, reinzurennen. Wenn die einmal gestorben sind, die haben dann keinen Bock mehr und werden einfach nur noch runterrennen.
Das hast du sehr oft, solche Spieler, ja. Die einfach so frustriert sind, dass sie sagen, okay, komm, kein Bock mehr. Ich renne jetzt komplett runter. Ja, Late Game können wir es wie gesagt gewinnen. Nein, ihr dürft doch den Jax nicht fighten, Leute. Wir dürfen den Jax nicht fighten. Wir dürfen ihn nicht fighten, Malphite, habe ich gesagt. Einfach nur versuchen zu farmen und irgendwie einen Teamfight zu gewinnen. Und dann mit einem Teamfight zu finishen. Das ist der Call hier. Sehr gut. Zum Glück habe ich den bekommen. Wenn Riven den bekommen hätte, hätte sie wieder Gold gegeben. Und wenn jemand 1-7 oder 0-7 steht, will es eigentlich, dass er kein Gold gibt. Leute, bitte. Raus, bitte raus. Bitte, Riven. No, don't do it. Sehr gut. Ich werde nochmal basen schnell. Hallo Kamion, wie geht's? Das Gute ist halt, wir haben einen relativ guten Wave Clear, ne? Also wir können hier ein bisschen verweilen. Und vielleicht das Game noch so 5 Minuten hervor herauszögern. Okay, der Jax hat unseren Supporter gefunden. Die dürfen nicht mehr gegen Jax sterben, Leute. Das wird hart. Denn die lieben es, gegen Jax zu sterben. Deren größtes Hobby. Aber. Jawohl, schöne Ultimate. Sehr gut. Genau diese Kombos brauchen wir mal. Shutdown, hoffentlich. Nice, Shutdown. Ja, sollen wir weg. Wir haben Shutdown bekommen. Sehr, sehr gut. Das war sehr gut. 10.000 Gold jetzt. Rabadons gebaut. Guck mal, eigentlich sollte die hier auch sterben, ne? Was macht die Orianna hier noch? Das ist eigentlich auch ein Todesurteil normalerweise. Aber es wurde leider nicht bestraft. Okay, Riven kriegt vielleicht einen Kill. Das wäre so big. Jawohl, Leute. Das war big. Wir haben ein bisschen Problematik. Die Gegner werden vielleicht einen Baron machen, ne? Das Gefühl, die Gegner machen Baron jetzt zu zweit. Mit Jax und Ding. Ja, die sind... Oder sind sie dran? Wir haben auf jeden Fall unsere Ultimate-Kombo jetzt, ne? Nix gebracht, oder? Kriegen den Drake leider nicht. Da ist der Nunu. Ne, den Drake haben wir nicht bekommen, leider. Schade. Aber wir haben nochmal einen Kill bekommen. Na, ich weiß nicht, ob ich es carryen kann, ehrlich gesagt. Schön wär's. Eigentlich muss ich lieber Toplane pushen, anstatt den hier zu machen. Mein Damage wird halt richtig hoch später sein. Und wenn wir weiter scalen, haben wir, glaube ich, gute Chancen. 3 Drakes für den Gegner tun halt sehr weh. Ja, die werden den Baron machen. Aber das können wir nicht ändern. Das können wir leider nicht ändern, Leute.
Waren sie dran? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, drei Leute sind Botlane, ne? Schaut mal. Die sind dran. Ja. Sind drei Leute Botlane, da macht man den natürlich. Schaut mal. Was machen die da? Zu dritt. Oh, das wäre unsere. Oh. Ich bin dead. Shit. Das wäre unser Teamfight gewesen, ne? Das wäre unser Team. Das war dumm, dass ich da gestorben bin. Aber das war unser Teamfight. 5 gegen 5, während die im Dragon Pit sind. Amumu Ulti rein, Seraphine Ulti rein, Malphite Ulti rein. Teamfight gewonnen, Baron gekriegt. Ne? Das war schwierig mit dem Bottom Push vom Gegner. Und ich habe mich catchen lassen, das war auch dumm. Aber das war gerade. Das wäre unser Teamfight gewesen gerade. Das wäre unser Teamfight gewesen jetzt. Ich glaube, das hätte das Game gewonnen. Ne? Wären wir da alle gewesen. Hätte das, glaube ich, unser Game gewonnen hier. Egal, wir haben noch einen Versuch. Nächster Versuch wird sein, das gleiche dann beim Elder Drake zu machen. Was baut denn der Ezreal da eigentlich? Ich glaube, der baut noch einen Black Cleaver oder so oben drauf. Sehr interessant. Macht halt keinen Sinn, ne? Aber interessant. Okay, und sterben sie, glaube ich, gegen Jax, oder? Okay, der geht hoch. Das hat nicht gereicht. Ja, unser Mumu hat aber den Jax gefightet. Ich glaube, das ist trotzdem GG, die Runde. Also ich glaube, das war die eine Position, also das war wirklich der eine Moment, da hätten wir es drehen können, aber da war jeder auf der Botlane, also die drei Leute, ne? Aber das war, glaube ich, der Moment, da hätten wir uns drehen können. Genau, in dem Moment. Leute, wir müssen, wenn dann, jetzt rein, ne? Leute, ich glaube, da wird nichts mehr. GG. Bis dein Rockwold. Hau rein. Ciao, ciao. Schade, schade. Ich hätte es mir gewünscht, ehrlich gesagt, dass wir da noch ein Comeback machen. Na ja, gut. Ist halt auch ein bisschen kompliziert, ne? Muss man sagen. Ist auch ein bisschen kompliziert. Diamond 4 gegen Full Grandmaster Top Lane. Da passiert sowas, Leute. Da passiert das halt, ne? Schade, schade. GG aber.